Hi, ich begrüße euch ganz herzlich zu Gedankenschacht, der Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Wir haben heute zwei Gäste und ich muss auch gleich kurz erklären, ich bin hier im Urlaub und noch ein bisschen draußen in den Bergen, weil ich drinnen gar nicht so laut sprechen kann. Aber ich begrüße jetzt ganz herzlich Isolde Rudorfer und Charlotte Pekel. Sie absolvieren die Kölner Journalistenschule für Politik und Wirtschaft im Jahrgang 2018. Und Sie sind beteiligt am Projekt Nichts zu verbergen. Und da würden wir jetzt gleich gern zum Anfang hören von euch, was denn dieses Projekt Nichts zu verbergen genau bezweckt, was ihr da gemacht habt und wieso die Timeline auch aussieht vielleicht. Ja, ich lege einfach mal los. Und zwar macht jeder Jahrgang bei uns in der Journalistenschule einmal so ein, wir nennen das Digitalprojekt. Also einfach irgendwas im Internet sozusagen. Und wir sind auf Instagram unterwegs und haben da ein vierwöchiges Projekt zum Thema Datenschutz, wo wir darüber informieren, was eigentlich, also wo wir eigentlich unsere Daten hergeben, an Stellen, wo wir es vielleicht wissen, aber auch an ganz vielen Stellen, wo man das überhaupt gar nicht weiß. Oder sich das einfach nicht so bewusst ist und vor allem, wie man sich auch dagegen schützen kann. Genau, und als Ergänzung kann man vielleicht sagen, dass wir uns in jeder Woche mit einem anderen Thema beschäftigen. Also in der ersten Woche ging es um das Thema Social Media, wie wir da unsere Daten eigentlich, wo wir die lassen und was damit geschieht, wie wir uns da schützen können. In der zweiten Woche ging es um das Thema Standort, viel um Standort-Tracking. In der dritten Woche haben wir uns mit dem Thema Cookies und Tracking und auch mit Tracking-Algorithmen beschäftigt. Und in der vierten Woche, die jetzt gerade noch läuft, beschäftigen wir uns mit dem Thema Daten und wie eigentlich der Staat und die Politik damit umgehen und der Verfassungsschutz. Und was wir außerdem gemacht haben, ist, wir haben uns eine, ja, sozusagen Influencerin gesucht aus Köln, eine Person, die sehr viel auf Instagram unterwegs ist, die Kaya. Und von der haben wir auch Daten bei großen Unternehmen wie Amazon und Facebook abgefragt und geschaut, was man darüber eigentlich über sie erfährt. Hatten dann massenweise Tabellen und Dokumente, durch die wir uns dann durchwühlen konnten und nachgeschaut haben, was wir da so alles Interessantes finden. Was waren da so die interessantesten Punkte, die ihr da herausgefunden habt über diese Influencerin? Was, wie bitte? Was war die Ja, Frage? was waren da so die wichtigsten Ach so. Erkenntnisse oder was war so das vielleicht Erschreckendste oder Bemerkenswerteste, was man da herausfinden konnte, was aus diesen Daten sich herauslesen ließ? Also die Standorte zum Teil, also vor allem zum Beispiel bei Instagram, weiß man ja, klar, die speichern die Fotos und die Chats so, das ist einem natürlich bewusst, weil klar, da merkt man ja, ich versende Nachrichten, also speichern die das wahrscheinlich, aber dass Instagram auch deinen Standort ganz genau aufzeichnet, darüber denkt man nicht so nach und das ist natürlich dann schockierend, wenn man anhand von nur von der App Instagram ganz genau nachverfolgen kann, wo jemand war. Das war sowas, was ziemlich überrascht hat. Und auch die Kategorisierung. Also viele Apps ordnen einen auch in bestimmte Sparten ein, für welche Werbekategorie man interessant sein könnte. Also bei Snapchat haben wir das zum Beispiel gesehen, die sagen dann, ah ja, diese Person ist bestimmt interessiert an Beauty und an Sport und an Katzen. Und da wird jeder Mensch so einsortiert. Und das ist auch was einem vielleicht so ein bisschen diffus bewusst ist, aber was halt dann schon mal ein bisschen schockierend ist, wenn man das wirklich so sieht. Aha, ich bin also das und das und so werde ich eingeordnet. Ihr habt mal bei diesen Stories, ihr habt mir die ganzen Stories angesehen, habt ihr irgendwann auch gefragt, ob sich Meinungen von Leuten geändert haben. Haben sich denn eure Meinungen oder eure Haltung geändert? Ja, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also bei mir zum Beispiel, Isolde und ich waren beide im Team Standort und wir haben viel zu dem Thema recherchiert und seitdem macht man sich wirklich mehr Gedanken, wie oft man seinen Standort in einer App preisgibt. Wo einen überall das WLAN tracken könnte. Und ja, also generell macht man sich viel mehr, oder ich zumindest, viel mehr Gedanken darüber, wie und von wem ich eigentlich überwacht werden könnte. Oder auch beim Thema Cookies zum Beispiel. Die begegnen einem ja auf jeder Website. Und jetzt achte ich viel öfter darauf, wie eigentlich das Cookie-Setting ist, wenn ich eine Website anklicke, weil ich weiß, okay, die können halt alles Mögliche mit meinen Daten anstellen und ein Profil von mir erstellen. Und das finde ich schon gruselig. Ich war auch am Anfang, also als das Thema so angefangen hat, dachte ich mir so, oh Gott, Datenschutz. Also ich fand es
wirklich langweilig. Ich hatte nicht so viel Lust drauf. Ja, so richtig sexy ist es nicht, muss man schon zugeben. Also nee, es ist das Gegenteil von sexy. Es ist so richtig unsexy und vor allem auch eigentlich für junge Leute. So, ich denke ja auch so, ja, ich bin Digital Native und so, ich weiß das ja alles, so kenne ich mich schon aus, kann man eh nichts machen. Aber als man so angefangen hat zu recherchieren, war ich auch echt so, ich hatte richtig oft so Momente, wo ich dann natürlich auch bei meinen eigenen Apps geschaut habe, was ist da eigentlich? Und dann hatte ich richtig oft Momente, wo ich dachte, boah, es ist ja richtig gruselig. Und inzwischen achte ich auch bei ganz vielen Sachen. Ich habe Google Maps deinstalliert. Ich achte auch bei den Cookies jetzt viel mehr drauf. Also es hat sich wirklich ganz viel geändert in meinem Wissen und auch in meiner Haltung dazu. Ich hatte auch die Einstellung, ich habe nichts zu verbergen. Das muss ich auch sagen. War bei mir auch am Anfang so. Jetzt gibt es ja so wie drei Haltungen, die man einnehmen kann, dass man wie sagt, wie du jetzt gesagt hast, ja, da musst du halt individuell die Apps installieren und dafür sorgen, dass du dich in Cookies akzeptierst. Dann könnte man sagen, ja, nimm halt bessere Apps, die das nicht machen, was du nicht haben willst, nimm die richtigen Apps. Und dann könnte man auch sagen, die Politik müsste da vielleicht einfach Gesetze machen, die verhindern, dass das überhaupt passiert. Was hättet ihr so wie eine politische Botschaft auch aus diesem Projekt, wo ihr sagen würdet, das wäre jetzt sehr schön, wenn das passieren würde als nächstes oder wenn man das verändern könnte, so das wäre der nächste Schritt, den man eigentlich gehen müsste? Also ich finde, das hängt auch miteinander zusammen. Also ja, im Großen und Ganzen kann natürlich der Einzelne nicht immer so wahnsinnig viel machen und das hängt am Ende an der Politik, Gesetze zu erlassen, die uns auch schützen. Aber in der Politik ändert sich natürlich auch nichts, wenn die Leute das nicht wollen. Also wir haben ja auch einen Einfluss drauf auf die öffentliche Meinung und wir können auch Druck machen auf PolitikerInnen. Und das heißt, wenn wir auch bei vielen einzelnen Menschen das Bewusstsein dafür schaffen, okay, da ist schon ein Problem, dann das auch indirekt Einfluss auf die Politik, dass vielleicht viel mehr Leute sagen, okay, da muss sich jetzt was ändern. Genau, das würde ich auch sagen. Und dass wir halt wirklich dadurch, dass immer mehr Menschen ein Bewusstsein dafür bekommen, schauen hoffentlich auch viel mehr Menschen den Gerichten und der Polizei auf die Finger, weil wir haben ja auch herausgefunden, wie zum Beispiel Staat, also wie Polizei und Verfassungsschutz unsere Daten abgreifen können und eben wie auch große Unternehmen das machen. Und zum Thema Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, was Herr Seehofer auch in den letzten Tagen nochmal angesprochen hat, da wäre es auch wichtig, dass da endlich mal eine Entscheidung kommt, weil zum Beispiel Mobilfunkanbieter, da ist es noch gar nicht geregelt, wie lange die eigentlich Daten speichern können, die in Funkzellen zum Beispiel abgreifen. Also da sind schon noch so ein paar offene Stellen, wo Dinge entschieden werden müssen und wo es auch wichtig ist, dass die Bevölkerung der Gesetzgebung da auf die Finger schaut. Mich wird bei dem Projekt eine Sache interessieren. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, war es etwas, ihr habt so eine Aufgabe bekommen, ihr müsst irgendwas im Internet machen und jetzt habt ihr dann dieses Projekt für euch ausgesucht und daran gearbeitet. Und eigentlich gibt es ja nichts Cooleres, als irgendwie wirksam zu werden, etwas machen zu dürfen. Und dann hat man vielleicht auch gewisse Erwartungen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, habt ihr ja zum Beispiel auch Instagram euch ausgesucht, hauptsächlich als Informationsstelle. Wieso habt ihr Instagram rausgepickt und welche Erwartungen seid ihr reingegangen? Also das heißt, was rauskommen soll mit dem, was ihr gemacht habt und welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Also ist das eingetreten, was ihr euch vorgestellt habt oder eher nicht? Also wir wollten ja auf TikTok. Wir haben mit dem Gedanken gespielt, auf TikTok zu gehen. Und dann haben wir traurigerweise festgestellt, dass die meisten von uns damit nicht zurechtkommen. Irgendwie sind wir schon zu alt dafür. Und dann Instagram... Ich weiß es gar nicht mehr genau. Da war glaube ich, einfach, weil einfach fast alle von uns das hatten und sich damit auskennen. Und weil unsere Zielgruppe da auch ist. Also Richtig. Wir wollen eigentlich so Leute im Teenageralter ansprechen, so ja, ab 15, 16, die noch in die Schule gehen. Ja, effektiv ist die Zielgruppe schon ein bisschen älter, aber schon junge Leute, die sind eben auf Instagram. Also auf Twitter sind halt keine, ich sag mal, normalen jungen Menschen und auch auf Facebook nicht mehr. Genau, es war vor allen Dingen eine Entscheidung, was unsere Zielgruppe betrifft, weil wir wussten, okay, da kriegen wir die auf jeden Fall. Und Instagram ist halt auch irgendwie dynamischer, als wenn wir jetzt eine Webseite gebaut hätten und da jeder irgendwie seinen Artikel geschrieben hätte. Also es war auch eine Entscheidung dafür, dass wir halt
viel Videocontent produzieren können und dynamisch arbeiten können, auch im Team arbeiten können. Dafür hat sich Instagram extrem gut geeignet. Und wir wussten halt auch, dass wir da Leute haben, die wir anschreiben können, die halt auch mit uns kooperieren und wir dadurch viele Leute erreichen können. Auf eine Website hätten wir wahrscheinlich nicht so viele Menschen bekommen. Und auch mit der Werbung wäre es vielleicht schwieriger geworden. Und ich glaube, TikTok war auch noch ein Ding, weil TikTok ist ja wirklich umstritten, auch was den Datenschutz angeht. Und da waren einige von uns auch so, okay, da will ich es nicht machen, weil das ist mir zu unsicher. Obwohl Instagram natürlich auch Facebook-Konzern ist, darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja. Das finde ich auch nicht super, aber ja. Ja, ich glaube, TikTok waren es noch irgendwie zu, also es klingt jetzt schon ein bisschen traurig, aber ich glaube, es war uns einfach alles irgendwie zu unsicher und zu, ja, Thema Datenschutz, aber auch eben, dass wir es nicht richtig damit zurechtgekommen sind. Und Instagram, ja. Das kennen wir halt. Das ist halt genau. was Leute in unserem Alter wirklich benutzen. Ja, Charlotte, du hast erwähnt, dass ihr im Team zusammen diesen Kanal bearbeitet habt. Könnt ihr diesen Teamprozess noch ein bisschen beschreiben? Wie habt ihr das gemacht? Wie viele Menschen waren da beteiligt? Wie habt ihr interagiert miteinander? Wie macht man das auch, wie professionell mit so einem Instagram-Account umzugehen, wenn da mehr Menschen da dahinterstehen und ein größeres Projekt auch damit verbunden ist? Was waren da auch vielleicht eure Learnings aus diesem Teamprozess? Also unsere Learnings waren auf jeden Fall, dass man das alles remote machen kann. Also durch Corona haben wir das irgendwie alle von zu Hause im Endeffekt gemacht. Und wir haben es ja so aufgebaut, dass wir verschiedene Gruppen hatten. Das heißt, die Gruppen haben intern ihren Content produziert. Wir haben das dann auch so gestaltet, dass wir nicht immer mit, keine Ahnung, 6 Leuten drehen mussten, sondern wir haben es auch mit Selfie-Videos gemacht, mit Videokonferenzen und so. Und den Account jetzt bedienen wir Woche für Woche. Also da ist jedes Team einzeln zuständig. Wir haben aber auch Leute, die zum Beispiel fürs Community Management zuständig sind. Und Isolde und ich zum Beispiel sind halt CVDs. Also wir hatten 3 Chefinnen vom Dienst, die immer so ein bisschen den Überblick behalten haben. Was macht eigentlich jede Gruppe gerade? Wie weit sind wir? Wir waren in den Themenabnahmen dabei, in den Story- und Videoabnahmen und hatten da jeder irgendwie so ein bisschen seine Aufgabe, was die Koordination anging. Und wir waren insgesamt 17 Leute, manche mehr, manche weniger aktiv. Und wir hatten sehr, sehr viele Videokonferenzen dann. Also da waren wir irgendwann Profis drin. Und sehr viele Videocalls. Ich habe so viel Video telefoniert mit ganz vielen einzelnen Leuten. Das war ganz, ganz wichtig auch, dass das irgendwie halbwegs funktioniert. Ihr habt ja aber auch interagiert mit Leuten, oder? Also gab es da auch zum Beispiel klare Zuständigkeiten? Das heißt, pro Story oder Thema ist dann klar die Person zuständig oder gab es dann die Personen, die immer an sich antworten sollten oder mussten oder Antworten entgegennehmen? Das waren dann die Community Manager. Also wir haben ein Team aus 2 Leuten, die sich speziell um Kommentare kümmern. Und wenn es um inhaltliche Dinge geht, dann haben die Community Manager immer noch die Gruppen hinzugezogen, die ja voll im Thema drin sind. Und dann haben die teilweise auch geantwortet. Da haben wir uns jetzt während der Veröffentlichungsphase auch sehr viel in der großen Gruppe abgesprochen, wer jetzt für was, auf was antwortet oder so. Ja. Ja, aber es war uns auch ganz wichtig, dass wirklich auf jeden Kommentar auch geantwortet wird, weil es kommen, wir haben so ein paar Leute, die wirklich krass inhaltlich auch fragen, die sehr kritisch sind und richtig tief gehen und also unter manchen Posts haben wir wirklich unglaublich lange Nachrichten von Leuten, die da ganz viel geschrieben haben. Dann haben wir natürlich uns aber eben auch diesen Anspruch gesetzt, da auch inhaltlich zu antworten und dann kommt wieder eine ganz lange Nachricht zurück, also das fand ich auch wichtig, dass es nicht so ein bisschen versickert, okay, da schreibt man mit einem Kommentar, sondern dass wir wirklich auch auf alle reagieren. Seid ihr grundsätzlich mit der Interaktionsintensität zufrieden, wie viele Shares und Likes und Kommentare das gegeben hat? War das, wie habt ihr das vielleicht auch aufgesetzt, damit das wirklich auch eure Zielgruppe, ihr habt jetzt gesagt, das wären so Teenager, 15, 16 Jahre alt, dass ihr die auch erreicht? Könnt ihr das sagen, habt ihr das geschafft oder wäre da noch Luft nach oben? Wie beurteilt ihr das und wie nehmt ihr das so wahr? Ja, also Luft nach oben ist immer. also wir haben schon natürlich während
man den Content produziert, haben wir uns ständig in Erinnerung gerufen, okay, für wen machen wir das eigentlich? Gab es auch immer wieder mal Streit, weil wir uns überlegt haben, okay, was ist der Wissensstand von einem oder einer 16-Jährigen und was kann man da voraussetzen und wie einfach muss man das dann schreiben? Haben wir oft auch gestritten. und man kann, wir schalten ja, also wir sponsern ja auch unsere Beiträge, man kann ja die, wie nennt man das, hervorheben auf Instagram. Mhm. Und da kann man ja auch einstellen, für wen, also wem das dann angezeigt werden soll. Also da profitieren wir auch von den Daten, die Instagram dann sammelt über andere Menschen. Mikro-Targeting also, habt ihr gemacht, ja. Ja, sind auch nicht besser. Ja, und es hat ganz, also ich weiß nicht genau, ich habe jetzt gerade nicht mehr die Insights geschaut, aber es hat, glaube ich, so halb gut geklappt. Also viele sind auch älter, viele sind auch Anfang, Mitte 20, aber schon noch einige Jüngere. Ich weiß nicht, ja, und ich habe das gerade nicht ganz im Blick, aber generell würde ich sagen, so von den, sagen wir mal, Likes und Kommentaren sind wir eigentlich ganz zufrieden. Also die Posts werden schon viel gesehen und geliked, auch in den Stories teilweise geteilt. Und man hat auch festgestellt, dass manche Interaktionsformate besser und manche schlechter funktionieren. Zum Beispiel auf eine Story antworten längst nicht so viele wie unter einem Post. Und ja, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass das ganz unterschiedlich ist. Aber generell haben wir schon, ich denke, mehr als aus unserer Zielgruppe erreicht, als wir am Anfang dachten. Aber man muss auch sagen, das Sponsoren hat viel geholfen. Man muss natürlich schon auch sagen, wir sind noch keine 4 Wochen online und wir sind von 0 auf über 1000. Also das ist eigentlich schon auch echt nicht schlecht. Also so das offizielle Programm ist jetzt zu Ende nach 4 Wochen, aber wenn wir das weitermachen würden, würde das schon, also da könnten wir schon ziemlich groß werden, glaube ich. Weil wir haben von null angefangen, mit nichts und niemandem. Und das hat ziemlich gut geklappt. Der Punkt ist ja bei Projekten, dass man immer so sich fragt, inwiefern die Leute, also wer eigentlich am meisten lernt und am meisten davon profitiert. Und ich habe immer den Eindruck, dass die Menschen, die das Projekt durchführen, am meisten eigentlich lernen bei der Sache. Und ja. Deswegen hatte ich auch den Eindruck, als ich die Storys mir angeschaut habe, dass man hat schon gemerkt, wie ihr irgendwie tiefer und tiefer eingestiegen seid in die Thematik und dass ihr auch irgendwie auch die anderen Fragen gestellt habt und auch, also man hat da schon so ein Gefühl entwickeln können für eure Fortschritte. Ich fand es aber wahnsinnig spannend, mal zu testen, welche Zielgruppe es sein kann. Ich habe mich auch gefragt, für wen ist es denn eigentlich? Und ich dachte eigentlich, ich habe Instagram bewusst ausgewählt, weil es so diese große Schnittmenge ist, weil da wirklich alles ist. Also das heißt, Boomer sind da, bis irgendwie junge Leute sind da. Also es ist eigentlich das soziale Netzwerk, wo eigentlich so die große Masse sich befindet. Und ich habe tatsächlich meinen Kindern dann, habe ich aufgegeben, so als Hausaufgabe, ob dass sie, also die mittleren, die 5., 6. Klasse, jetzt gerade 5., 6. Klasse beendet, das heißt 11 Jahre und 12 Jahre, die sollen sich mal die Stories anschauen und dann mir dann sagen, was sie davon halten. Und die waren schon auch, die waren echt beeindruckt. Also die haben echt einiges auch so halb verstanden, also was sie vorne gar nicht gewusst haben, die Gedanken darüber gemacht haben, also die Sache mit den IP-Protokollen zum Beispiel, IP-Adressen zum Beispiel, fanden die super spannend, haben sie vorher nie Gedanken gemacht, wie es funktioniert und so, und das war echt gut erklärt. Und natürlich auch, die haben sofort die Sicherheitseinstellungen gecheckt bei sich auf dem Handy und die haben mir dann gefragt, was denn so das nächste Projekt sein müsste. Das heißt, wenn jetzt, habt ihr jetzt ein erfolgreiches Projekt irgendwie abgeschlossen oder mehr oder fast abgeschlossen, jetzt dürftet ihr vielleicht das nächste dranhängen. Was würdet ihr denn von euch aus sagen, das würde jetzt super hinpassen, das fehlt eigentlich? Ja, wir haben heute noch, ich glaube, heute haben wir noch drüber geredet, unter den CVDs, was wir machen könnten. Und so die Vorstellung war eigentlich, das weiterzumachen, also weniger oft, weil gerade ist es ja so, dass wir jeden Tag mindestens einen Post und eine Story haben, was ja schon sehr, sehr aufwendig ist. Und wir haben so mit dem Gedanken gespielt, das einfach weiterlaufen zu lassen, weil das Thema ist ja unerschöpflich und wir haben zwar sehr viele verschiedene Themen angesprochen, aber da ist ja immer noch viel da. Und wir haben schon ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, das einfach so weiterlaufen zu lassen, in dem Format auch ähnlich, nur halt weniger häufig. Genau. Mir persönlich war noch so als nächstes Projekt eingefallen, dass man sich vielleicht doch nochmal an TikTok heranwagen müsste oder zumindest mit Instagram Reels arbeiten sollte, was auch sehr viel gedacht, ja. Ist. Weil das war witzig, als wir gerade unser Projekt kurz vor der Veröffentlichung waren, kam Instagram Reels raus
Und das ist ja diese neue Funktion, die ähnlich wie TikTok ist. Und da hatten wir halt gar nichts für produziert. Und das wäre noch so eine Herausforderung, die wir vielleicht annehmen würden. Aber ja, generell ist das Thema so groß, dass wir da sicher noch genug Stoff finden, um das weiterzuführen, wie auch immer das dann aussehen wird. Ich habe jetzt so eine persönliche Frage, weil wir sind ja beide Lehrer auch und diskutieren so in dieser Lehrerbubble. Und wenn ich da über Datenschutz diskutiere, dann wird das Ganze sehr polarisierend. Also ich würde jetzt mal sagen, ich bin eher so im Team, nimmt es mal locker. Also ich würde sagen, so die Frage zum Beispiel, kann man TikTok in der Schule im Unterricht verwenden? Da gibt es Lehrer, die sagen, spinnst du eigentlich? Das geht gar nicht. Das ist irgendwie, das sind die chinesischen Diktaturen, die da was machen. Da kannst du nichts machen. Und ich sage mal, ja, dann spreche doch mal mit den Kindern drüber und mach das trotzdem mal. Und andere sind beim Datenschutz nicht so locker, sondern sagen, da musst du eigentlich die ganz harte Linie fahren und dann geht eigentlich fast gar nichts mehr in der Schule. Und dieses Polarisierende nehme ich immer ein bisschen destruktiv wahr. Also es ergeben sich gar nicht so differenzierte, gute Diskussionen da zu diesem Thema, weil es halt so festgefahrene Positionen sind. Und ich nehme das auch in Deutschland ein bisschen stärker wahr als in der Schweiz, wo man immer denkt, wir sind ein bisschen pragmatischer, also wenn es Datenschutzprobleme gibt, ja, wir werden eine Lösung finden oder dann machen wir es einfach mal. In Deutschland scheint es mir wie, das sind klare Fronten, da geht vieles an Schulen, geht gar nicht. Hm. Habt ihr so Tipps vielleicht, wie man sagen könnte, wie man diese polarisierte Sache etwas aufbrechen könnte, wie man dazu kommt, mit Leuten wirklich produktive Diskussionen zu führen, die nicht gleich so in Verbotsmentalität münden, aber auch nicht so in lass uns mal einfach irgendwas machen und das wird schon nicht so schlimm sein, was ja auch eine sehr naive Haltung ist, wenn man sich all die Dinge anschaut, die auf eurem Profil auch da drauf sind. Also ich glaube, das Problem ist, was wir selber an uns auch gemerkt haben, dass wir gar nicht so viel darüber wissen. Also vor allem eher jüngere Menschen denken vielleicht so, ja, ich kenne mich ja aus mit Internet und so und ich weiß ja was, die klauen alles von mir so. Aber es gibt schon Methoden, wie man sich ein bisschen schützen kann. Und das Problem an der Debatte ist wahrscheinlich, dass einfach die einen so ein diffuses im Internet ist alles böse Gefühl haben, ohne eigentlich irgendwas darüber zu wissen und die anderen denken sich, ich kann ja eh überhaupt nichts machen, also ist mir auch alles egal. Aber es stimmt ja beides nicht. So, also es kann nicht die Lösung sein, Internet ist böse, weil wir brauchen das einfach und man sollte das schon nutzen, weil es kann einfach wahnsinnig viele Vorteile bringen. Und deswegen müsste man eben diesen Mittelweg finden, okay, wir nutzen das schon, aber wir versuchen halt einfach das Beste daraus zu machen und wir beschäftigen uns damit mit, okay, wenn ich jetzt bestimmte App nutze oder bestimmtes Format, beschäftige ich mich damit, was genau speichern die von mir eigentlich und ich versuche es zu verhindern, wenn es geht. Und wenn man das machen würde, glaube ich, könnte man irgendwie beide Seiten ein bisschen mehr zufriedenstellen. Ja, genau. Ich würde auch sagen, was so ein Learning war aus dem Projekt, also es gibt eben die Leute, die sowas wie WhatsApp und Amazon und so weiter gar nicht mehr verwenden wollen und stattdessen auf Signal umsteigen und nur noch den Tor-Browser benutzen und so weiter. Aber wir haben auch festgestellt, gerade in Bezug auf unsere Zielgruppe, es ist ja unglaublich schwierig für einen Jugendlichen zum Beispiel, dessen Freunde alle WhatsApp benutzen, jetzt auf einmal auf Signal umzusteigen. Dann hat er ja keine Möglichkeit mehr, mit denen zu kommunizieren. Deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir wollen Tipps geben, wie zum Beispiel, du kannst auf deinem iPhone oder bei Google Maps die und die Einstellung machen und dann verfolgen die deinen Standort nicht. Also so eine Mischung zu finden, entweder, ich sag mal, Mainstream-Messenger sicherer zu nutzen oder aber die Daten zumindest zu verteilen auf verschiedene Unternehmen, sodass nicht ein Unternehmen alles bekommt. Also irgendwie so einen Mittelweg zu finden und vielleicht auch einfach den Jugendlichen dann die Wahl zu lassen. So, also wollen wir unsere Klassengruppe unbedingt auf WhatsApp machen oder wollen wir vielleicht alle uns Signal dafür runterladen, wenn die meisten dafür sind und es sicherer finden? Also ich glaube, es wäre auch wichtig, wenn man dann über die Schule spricht, die Jugendliche da in Entscheidungen mit einzubeziehen. Also so gar keine Digitalisierung ist auf jeden Fall keine Lösung. Und das stimmt schon, das ist schon eher eine deutsche Haltung, dieses, ah, dann machen wir es gar nicht und nee, Internet gar nicht. Und also das ist so, schon so ein bisschen, ich habe da viel zu sehr Angst davor, das machen wir einfach alles nicht. Und Anzeige ist raus. Anzeige ist raus, habe ich gesagt. Okay, ja. Nehme ich in Kauf, weil das ist mir schon wichtig.
Also ich finde das total anstrengend, diese Einstellung. Ja, dann machen wir es halt nicht. Und das kann es einfach nicht sein. Wir müssen auch irgendwie vor allem junge Menschen daran gewöhnen, sich sicher zu bewegen im Internet. Und dann muss man vielleicht das auch einfach beibringen, was für Methoden es geben kann, um sicherer zu sein. Und das ist total wichtig. Als ich mir die Sache bei euch angeschaut habe, mir nicht zu verbergen, habe ich tatsächlich überlegt, erstmal, bevor ich irgendwas reingeschaut habe, was könnte denn hinter dem Titel stecken? Das heißt, was kommt denn jetzt auf mich zu? Und natürlich war für mich klar, dass bei nicht zu verbergen, dass man das Klassische kommen wird, so nach dem Motto, ich habe ja nichts zu verbergen. Aber eigentlich habe ich gedacht, das fand ich ein bisschen schade, dass die andere Perspektive von nicht zu verbergen so gefehlt hat oder gar nicht da war. Und zwar dieses, dass man Dinge transparent macht, also gemeinwohldenkend. Das heißt Open Data, also dass man sagt, dass Daten zugänglich sind, auch gut sein kann, da man da einfach Dinge dann entwickeln kann, die Gesellschaft dienen. Also im Sinne von, dass man eben Dinge öffnet und nicht transparent macht, die bisher nicht transparent sind. Weißt also verkehrt herum, den anderen Ansatz. Habt ihr da auch schon mal darüber gesprochen gehabt oder da schon Pläne entwickelt gehabt? Also ich kann mich noch erinnern, dass wir am Anfang, gerade als wir so entschieden haben, welche Themen wir mit ins Projekt nehmen, darüber gesprochen haben, über Open Data, über transparente Datenprojekte und transparente Tools und so weiter. Ich meine auch, dass wir mit Katharina Nokun darüber gesprochen hatten und wir hatten auch noch ein paar andere ExpertInnen da. Aber das war dann im Endeffekt so ein Thema, was einfach in unsere großen Themen nicht so reinpasste. Ich glaube, das war am Ende wirklich eine bewusste Entscheidung, diesen Aspekt wegzulassen. Schade, das stimmt, weil das war auch so ein Thema, was ich interessant gefunden hätte. Wir mussten da leider auch so ein paar Sachen schweren Herzens streichen. Ja. Aber das wäre vielleicht auch was, wo wir uns dann in Zukunft nochmal drauf fokussieren könnten. Das wäre das, wo man es dann weiterdenken könnte. Ja. Das wäre super, weil tatsächlich immer, wenn du das Thema hast, ist häufig dieses passt auf, das kann passieren, passt auf, das kann passieren, aber gar nicht so, was kann ich eigentlich gestalten machen, was kann ich eigentlich aktiv machen, wie kann ich ja die Potenziale nutzen. Und das ist das, was meistens so im Hintergrund runterfällt. Ist auch, muss man sagen, schon spannender. Die Dystopien sind auch schon was Anziehendes und man guckt sie ja gerne, also Leute gucken sich gerne Black Mirror an, ja. Ich kenne nicht das Gegenteil davon. Das gibt's so nicht. Vielleicht bräuchte man so ein White Mirror, ich weiß nicht, um da nochmal mehr Einsätze zu entwickeln. Aber ich finde es auf jeden Fall super cool, wenn da noch was käme in der zweiten Runde. Aber falls ihr was weitermacht, das heißt, geht es unter dem gleichen Account? Also würdet ihr das fortsetzen oder würdet ihr einen neuen Account aufsetzen? Nee, ich glaube, es würde, wenn dann schon auf dem gleichen bleiben, wenn wir auch die Follower nutzen würden, die wir schon haben. Sonst würden wir denselben Spaß nochmal von vorne machen und wieder bei Null anfangen. Es wäre schon sinnvoll, das dann auf dem gleichen Account weiterlaufen zu lassen. Philipp? Ja, ich hätte noch eine Frage, die mich beim Thema Datenschutz auch immer interessiert. Und zwar gibt es ja die Zielgruppe, die sich eigentlich schützen sollte. Und dann gibt es noch so die Frage nach dem Bedrohungsszenario. Also wovor fürchten wir uns eigentlich? Jetzt habt ihr schon, ihr habt über diese Vorratsdatenspeicherung, das sind dann eher so die Geheimdienste, von denen wir uns fürchten. Dann gibt es die Big Five der großen Internetunternehmen, von denen wir uns fürchten, weil die zu mächtig werden, weil die auch gewisse Dinge dann tun, die wir nicht wollen. Dann gibt es vielleicht den Nachbarn oder die Nachbarin, die eigentlich Dinge über uns nicht wissen sollte. Und wenn die im Internet, oder das ist dann vielleicht auch die Stalkerin oder der Stalker, die im falschen Moment Dinge über uns wissen, die sie eigentlich nicht wissen sollten. Gibt es da so Szenarien, die ihr wirklich im Kopf hattet? Oder würdet ihr sagen, nee, das Thema, das irgendwie alles ist eine Gefahr? Oder vielleicht, um mal eine These zu formulieren, die ich jetzt vertreten würde, wenn es um Geheimdienste geht, würde ich sagen, da kann ich mich nicht schützen. Also da kann ich nicht die richtigen Cookies anwählen oder beim iPhone einen Schalter einschalten, sondern die Geheimdienste, die sind schon einen Schritt weiter, als ich jemals sein werde, wenn ich das Internet nutze. Die können auch Dinge, wenn ich das Internet nicht nutze, sind die auch schon einen Schritt weiter. Aber bei Firmen kann ich mich vielleicht schützen und bei den Nachbarinnen oder den Stalkerinnen vielleicht auch. Aber würdet ihr diese These zu beipflichten oder habt ihr da vielleicht differenziertere Ansichten, als ich die jetzt so vom Küchentisch aus oder von diesem Bergplatz aus formulieren kann? Also was sich bei mir eben auch über die Wochen dann so entwickelt hat, war, also es geht ja gar nicht, also es geht natürlich auch darum, aber nicht nur, dass jetzt ein Einzelner was über dich weiß, was er nicht wissen sollte. Also ja, es gibt die Gefahr von Stalkern, ja, der Geheimdienst so. Gut, das ist jetzt vielleicht aber gar nicht so wahrscheinlich. So, was ja eigentlich der Witz an der Sache ist, dass
gar nicht das Einzelne über mich, sondern so, dass die Masse an Daten von mir und ganz, ganz, ganz vielen anderen gespeichert wird und dass dadurch Firmen sehr viel Geld verdienen und uns beeinflussen über Werbung. Und dass wir sozusagen dieses Geld, das Menschen mit uns verdienen, einfach ungeschützt hinschmeißen. Und das ist dieses Szenario, was ja genau jetzt schon passiert. Und das ist ja genau das, was eigentlich so gefährlich ist, weil wir eben preisgeben, was uns, also Daten preisgeben, mit denen man uns beeinflussen kann und darüber überhaupt nicht nachdenken. Also ich habe davor nicht darüber nachgedacht. Ich dachte mir eben, ja, ist ja egal, wenn so, es interessiert ja eh niemanden, was ich mache. Es stimmt, es interessiert niemanden, was ich mache, aber es interessiert sehr wohl, was sehr viele Leute machen. Und das ist eigentlich genau, also das ist das, wo man meiner Meinung nach wirklich arbeiten muss, dass diese Haltung anders wird, weil das kann es nicht sein. Ja, das, da würde ich auch zustimmen. Und wir haben ja auch herausgefunden, dass halt sowohl Unternehmen das bei uns machen, uns beeinflussen können, als auch die Politik über Facebook zum Beispiel, wenn es darum geht, wen wir wählen. Und ich glaube, was wir so gruselig daran fanden, zumindest ging es mir auch so, dass man dann eben diese Bubble, von der auch immer alle reden, dass die dadurch beeinflusst ist, dass diese Unternehmen unsere Daten haben. Und dass wir dann verschiedene Bubbles haben, in denen sich alle möglichen Leute bewegen, die aber nicht mehr auf die andere Seite sozusagen schauen können, weil sie eben nur Content angezeigt bekommen, der für sie interessant sein soll. Und das finde ich daran so beängstigend, dass die Gesellschaft da in so verschiedene Teilbereiche dann eingegliedert wird, einfach dadurch, dass Unternehmen Daten von uns haben und dass so ein bisschen auch gesellschaftlicher Zusammenhalt dadurch verloren gehen könnte, womöglich. Aber bei mir zum Beispiel war es am Ende auch so, oder gerade als ich mich auch mit dem Thema Tracking-Apps auseinandergesetzt habe, ich finde es schon auch gruselig, dass es theoretisch so einfach ist, dass jemand meine Daten bekommen kann und wissen kann, wo ich bin und mir irgendwas aufs Handy laden kann oder mich über Google Maps verfolgen kann und immer weiß, wo ich bin. Ich möchte nicht, dass jeder oder auch, dass ein großes Unternehmen weiß, ob ich gerade im Bett liege oder in einem Supermarkt mich bewege und was ich dann kaufe. Also es ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert, ob man das gruselig findet, dass man selber verfolgt werden kann oder ob man sich da auch Sorgen um sowas wie, was Großes wie Gesellschaft macht. Was ich, was man auch nicht vergessen darf, ist so, okay, die Überwachung durch Geheimdienste ist jetzt vielleicht noch so eine diffuse Gefahr, wenn man sich denkt, ich bin ja nicht böse, ich mache ja nichts Verbotenes, aber so, wir wissen ja jetzt nicht genau, welche Regierung in 10 Jahren bei uns an der Macht ist und wir wissen nicht, wie eine Regierung in 5 oder 10 Jahren Terrorismus definiert und vielleicht sind wir dann auch Terroristen oder Terroristinnen. Also so dieses, gerade ist es vielleicht noch okay, aber wir wissen ja nicht, wie es in 10 Jahren ist. Und man sollte schon auch so ein bisschen in die Zukunft denken und sich überlegen, okay, vielleicht schützen wir uns auch davor, was PolitikerInnen in der Zukunft mit unseren Daten veranstalten könnten. Wobei da würde ich immer ein bisschen widersprechen, weil wenn wir heute so leben, als würden wir schon eine Diktatur leben, dann beschwören wir vielleicht die Diktatur herauf, die es noch gar nicht gibt oder die es auch gar nicht geben sollte. Also vielleicht müssen wir auch sagen, okay, es ist eigentlich auch unser Recht, die Daten ins Netz zu spielen. Wir müssen keine Angst haben, dass jemand was damit macht, weil wir halt in einer Demokratie leben und nicht einer Diktatur, wo dann Menschen ins Gefängnis kommen oder und so weiter, weil sie Daten ins Internet stellen. Aber also ich sehe das schon auch, dass es ein zweischneidiges Schwert ist und dass es auch Menschen, die aus anderen Ländern kommen oder da auch hinreisen, dass sie dann wirklich davon betroffen sind, was mit ihren Daten passiert. Aber jetzt für europäische, demokratische Länder würde ich wie sagen, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht sagt, dass man wirklich auch dafür einsteht, dass es das Recht von Menschen ist, so mit Daten umzugehen, wenn sie das möchten und dass sie nicht Angst haben müssen, dass dann ganz schlimme Dinge passieren. Und ich würde das auch Schülerinnen und Schülern nicht sagen, passt auf, vielleicht in 10 Jahren kommt ihr in den Knast, weil ihr Dinge ins Netz geschrieben habt, die dann diesen Politikern nicht gefallen könnten, weil dann müssen wir enorm vorsichtig sein, was wir überhaupt ins Netz schreiben in politischen Fragen heute, weil wir ja dann immer Angst haben könnten, ja, wer weiß, was in 10 Jahren passiert. Ich sehe da nicht unbedingt jetzt von der Diktatur, das ist vielleicht so das krasse Gegenbeispiel, aber zum Beispiel werden die Polizeiaufgabengesetze verschärft in Bayern, in NRW und
Das ist natürlich, okay, wir leben jetzt nicht in der Diktatur, das nicht, aber es können schon sich Gesetze verändern. Und das sollte man schon im Blick haben, weil sonst wäre man auch irgendwie ein bisschen naiv, wenn man sowas nicht bedenkt. Ja, ich glaube auch, dass das Bedenken dabei wichtig ist und das Aufmerksame sich im Netz bewegen, so, weil klar, jedem sollte seine Meinungsfreiheit zustehen und jedem Schüler und jeder Schülerin sollte man die auch bewusst machen, dass jeder theoretisch das im Netz verbreiten darf, was er möchte, in, keine Ahnung, im gesetzlichen Rahmen irgendwie jetzt nicht irgendwie, also rechtsextreme Inhalte oder so können da ja problematisch werden, aber wenn man jetzt zum Beispiel darauf schaut, wie PolizistInnen Daten abrufen von linken PolitikerInnen oder so, dann ist es wenigstens wichtig, Schülerinnen beizubringen, so hey, es gibt da Leute, die können auf eure Daten zugreifen, seid euch dem einfach bewusst. Ja, also okay, ich finde meinen Punkt gerade nicht so ganz, aber es ist schon wichtig, dem bewusst zu sein irgendwie, weil das kann sich halt negativ entwickeln. Nee, ich verstehe es schon. Vielleicht einfach zu sagen, du musst das Bewusstsein dafür haben, vielleicht lass es nicht bleiben, deine Meinung aufzuschreiben, aber sei dir bewusst, dass da Menschen darauf zugreifen können, die vielleicht, mit dem du gar nicht rechnest. Ja. Genau. Vielleicht, um langsam zum Schluss zu kommen, würdet ihr sagen, dass das so der Journalismus der Zukunft ist, den ihr hier gemacht habt? Also würdet ihr in euren nächsten Projekten auf den Redaktionen, wo ihr dann angestellt werdet oder schon seid, würdet ihr auch sagen, so Instagram-Stories in großen Teams zu themenspezifischen Fragen, das wäre was ich wieder machen möchte? Oder habt ihr noch ganz andere journalistische Formen, die ihr gerne ausarbeiten würdet, wo ihr froh wärt, das wäre in Zukunft wichtiger Journalismus? Oder solche Instagram-Geschichten, würde ich sagen, das ist schon ein wichtiges Format, an das wir uns gewöhnen müssen, vielleicht auch unsere Generation, die jetzt ein bisschen älter ist, das wird der Journalismus sein, wie er in 10, 20 Jahren auch noch funktionieren wird. Ja, es gibt ja jetzt schon einige Funkformate, die auch auf Instagram sind und die ja wirklich gute Sachen machen. Und die erreichen durch eine Story, was eigentlich, wenn ein Funkformat 100.000 Follower hat, das ist auch, ist auch die Auflage von einer Zeitung. Also, das kannst du ein paar Beispiele nennen? Also wir sammeln auch immer Empfehlungen. NewsWG zum Beispiel, die machen so Nachrichten im Instagram-Format. Mädelsabende, die beschäftigen sich immer so mit so einem Oberthema für eine Woche. Das sind die ich selber auch immer konsumiere, weil ich die auch echt gut finde. Es gibt noch, jetzt fallen mir jetzt spontan nicht mehr Namen ein, aber es gibt schon einige. Und das sollte man, also es wäre dumm, wenn man das nicht machen würde. Es machen natürlich auch schon einige große Medien auch immer was in den Stories. Arte zum Beispiel, die Stories mag ich auch sehr gerne von denen. Aber man sollte auf jeden Fall das mitdenken und es ist ja auch nicht so wahnsinnig schwierig. Also das ist jetzt nicht, man muss nicht mit dem Fernsehteam rausgehen und den perfekten Fernsehbeitrag drehen, sondern du kannst mit einem halbwegs guten Handy irgendwo hingehen und eine Selfie-Story drehen und du hast Content, den sich die Leute anschauen. Und zwar viele Leute auf einen Schlag. Und das sollte man auf jeden Fall weiterdenken und ja, das sollte man auf jeden Fall machen, wenn man irgendwie Leute erreichen will und auch junge Leute erreichen will. Ich glaube aber auch, dass so, sagen wir mal, der große Screen auch immer noch wichtig ist. Also wenn man zum Beispiel auf den Erfolg der Mediatheken schaut oder YouTube und was da zum Beispiel auch junge Funkformate machen, wie man Dokumentarfilme anders denken kann und so weiter. Ich glaube, dass das auch super wichtig ist. Und ich persönlich zum Beispiel würde jetzt auch nicht journalistisch nur auf Instagram arbeiten wollen, weil das ist eben was anderes, als wenn man einen langen Text schreibt. Also ja, nicht nur, aber eben auch. Genau, eben auch. Also ich glaube, es gibt Formate, die auch nur auf Instagram funktionieren. Es ist eben auch zielgruppenspezifisch. Aber wenn man sich jetzt an ältere Zielgruppen richten möchte, dann gibt es sicher auch noch andere Videoformate oder auch schriftliche Formate, die man weiterdenken muss. Also zum Beispiel die Tagesschau, die macht ja auch noch die Tagesschau für alle Leute, die abends um 8 vom Fernseher sitzen. aber die machen auch Instagram-Stories. Und es wäre einfach dumm, das nicht so zu machen, weil so erreicht man eben
das wahrscheinlich eher ältere Publikum, das doch lineares Fernsehen schaut, aber auch die, die dann mal durch die Insta-Story gehen. Und das kann man ja auch machen, das kann man auch großen Medien zumuten, dass sie Instagram mitdenken. Tagesschau ist ja übrigens auch bei TikTok. Genau, die sind auch bei TikTok. Ich glaube, das Schöne an den Formaten oder an Instagram zum Beispiel oder auch TikTok ist, dass man halt so nah an die Leute rankommt. Also dieses steif am Pult sitzen und Nachrichten vorlesen ist was komplett anderes, als wenn jemand im Selfie-Modus einem erzählt, dass er gerade, keine Ahnung, mit einem Aktivisten aus Hongkong ein Interview geführt hat und dir dann zeigt, was der erzählt hat. Also man kommt irgendwie viel näher ins Leben der Menschen rein, weil wir das Smartphone eben alle bei uns haben. Aber dann ist es sicher auch ein bisschen am Ende vom Format abhängig, was man vermitteln möchte und wie tief man da gehen möchte. Ich hätte eine abschließende egoistische Frage. Und zwar, ich bin Ethiklehrer und ich versuche immer auch relativ offene Projekte mit denen zu bearbeiten. Und jetzt habe ich mir gedacht, ihr habt vorhin gesagt, dass es darum geht, auch eine gewisse Haltung irgendwie zu erreichen, auch so eine Aufmerksamkeit und auch so ein Verständnis für diese Kultur der Digitalität. Und ich glaube, dass eure Informationen, die ihr jetzt eingestellt habt, in diesen Stories, in diesen Highlights, dass die auf jeden Fall da eine gute Basis darstellen, um sich da einzulesen, einzuschauen, einzuhören. Aber ihr habt ja selber beide Perspektiven gehabt. Einmal wart ihr Lernende und einmal wart ihr Lehrende. Und ich glaube immer noch, dass SchülerInnen genauso gleich agieren müssen. Deswegen würde ich jetzt sagen, wenn sie sich das alles angeschaut haben, was ihr gemacht habt, welchen Teil, welche Aufgabe, an welcher Stelle, wo ihr produktiv geworden seid, was war für euch das Spannendste und welche Aufgabe würdet ihr denn meinen SchülerInnen stellen? Ich muss kurz überlegen. Geht es um so eine Aufgabe, die SchülerInnen dann im Unterricht bearbeiten müssen? Zu dem Thema, so oder? Wie ja, frei. Das heißt, die sollten sich irgendwas, sie könnten was machen, aber jetzt habt ihr relativ viel gemacht. Und das heißt, was war denn für euch von der ganzen Arbeit so das Spannendste, wo ihr gemerkt habt, habt ihr am meisten eigentlich gelernt? Und es hat auch am meisten euch irgendwie verändert? Wenn man es sofort am eigenen Handy ausprobieren kann. Also zum Beispiel IP-Adresse, okay, interessant. Aber wenn dann da steht, das in der App musst du einfach nur dreimal da hinklicken und dann steht bei dir selber auch, wo du überall warst. Das waren für mich die Momente, zum Beispiel bei Google Maps eben der Standortverlauf oder auch bei iPhone die wichtigen Orte. Das waren für mich die Momente, wo ich echt da saß, drei Klicks am Handy und du sitzt da und denkst dir, boah, was, das ist da drin, das ist schon... Das ist ein Learning, weil es einem auf einmal so vor Augen geführt wird. Und da habe ich auch von mehreren Leuten die Rückmeldung gekriegt, die dann auch mir geschrieben haben, ich habe gerade eben das auch nachgeschaut, das ist ja total schockierend, habe es sofort ausgestellt. Das war, wo man es halt so sieht, an sich selber, an seinen eigenen Daten. Mhm. Ja, ich glaube auch so, die Sachen, die so sehr alltagsnah waren, also bei mir war es, das Krasseste eigentlich, als ich zum Thema Tracking-Apps recherchiert habe und gemerkt habe, okay, es gibt halt sehr dubiose App-Anbieterinnen, die nur im Internet das machen und nicht im Play Store. Und dann habe ich auch so überlegt, okay, wenn man jetzt Jugendlicher ist und die Eltern sagen, okay, ich lade dir jetzt ein Handy auf dein, eine App auf dein Handy und damit sehe ich immer, wo du bist. Mhm. Und dass man da den Kindern schon auch beibringen müsste, dass sie selber entscheiden können, will ich das jetzt, dass meine Eltern mich dauernd sehen oder dauernd wissen, wo ich bin, oder will ich eigentlich, dass sie mir so vertrauen? Hm. Und dass man auch lernt, okay, wenn ich jetzt eine App im Internet angeboten bekomme, die ist nicht unbedingt sicher und es ist auch nicht unbedingt gut, dass ich damit den Account meiner besten Freundin hacken kann. So, das fand ich sehr gruselig. Und dann auch noch kurz zum Thema staatliche Überwachung, wenn es so, um sowas geht wie Funkzellen und dass wir uns eigentlich immer in Funkzellen bewegen und die Polizei immer rausfinden kann, wann wir wo waren. So, und dann muss sie nur den Mobilfunkanbieter dieser Funkzelle fragen. Das fand ich halt auch krass. Und ich glaube, die Bewusstmachung dafür, sobald du dein Smartphone dabei hast, kann jemand wissen, wo du bist. Das ist so ein Learning irgendwie. Philipp, die abschließenden Worte aus dem Dunkeln. Genau, jetzt ist es wirklich ganz dunkel
Wir sehen dich noch. Aber wir hören nicht mehr. Ja. Dann übernehme ich mal die abschließenden Worte. Und empfehlen, da vorbeizuschauen und auch alles durchzuklicken. Man hat dich schlecht gehört, Philipp, deswegen übernehme ich das mal ganz kurz. Also ich habe jetzt mitbekommen, dass er gesagt hat, dass er in Polen hat, euch die Storys sich anzuschauen. Das heißt, jeder, der jetzt gerade zuschaut, zuhört, auf jeden Fall auf euren Instagram-Account gehen und sich das alles anschauen. Und vor allem auch, ich glaube ja, in Zukunft wird es ja weitergehen. Also das heißt, da haben wir ja schon gehört, dass es die Chancen nicht schlecht stehen, dass es lohnt, sich das zu abonnieren, zu folgen und zu gucken, was sich da weiter daraus entwickelt. Euch beiden auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zeit, für eure Expertisen, für eure Einblicke, dass ihr die Hosen runtergelassen habt und auch gezeigt habt, wie die Prozesse abgelaufen sind. Also haben echt viel, viel dazugelernt. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und hoffen uns, dass wir uns bald wieder mal sehen, vielleicht auch im Netz. Genau, ganz herzlichen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen. Ciao. Tschüss.